Wir sind angetreten, um die Kickers weiter zu unterstützen, und die Kickers gehören unserer Meinung nach in den Profisport. Jetzt ist es die fünfte Liga. Wir hatten ein bisschen Pech mit Corona, zwei Saisons, die wir hätten vielleicht nutzen können, aber ich denke, das wird dann nächstes Jahr. Wir müssen alles dafür tun, jeden Tag, dass wir aus der Oberliga uns verabschieden können. Ohne Vertrauen gibt es keine erfolgreiche sportliche Arbeit. Ich denke mal, das Umfeld zeigt aber, wie das weiterentwickelt wurde und wie wir jetzt aktuell dastehen. Zum Beispiel das virtuelle Geisterspiel, 120 Jahre Stuttgarter Kickers oder jetzt auch die Kontinuität im sportlichen Umfeld zeigt eigentlich oder beweist, dass wir da auf einem guten Weg sind, und das möchten wir gerne weiter fortführen. Wir durchleben alle derzeit natürlich gerade schwierige und komplizierte Zeiten. Und da ist es natürlich umso bedeutsamer und für uns ein ganz wesentliches Signal, dass unser Hauptsponsor und wichtigster Sponsor MAP an unserer Seite bleibt und uns auf dem Weg, den wir gehen, weiter unterstützt, damit wir unsere sportlichen Ziele erreichen können. Corona hin oder her, ich meine, wir sind engagiert bei den Kickers, weil wir an die Kickers glauben, weil wir mit ihnen verbunden sind und weil wir diese Tradition, diese schöne Tradition auch verpflichtet sind. Wir wollen was zurückgeben mit unserer Darstellung nach außen, mit unserem sportlichen Erfolg, den wir hoffentlich haben werden, damit MAP auch auf uns als Werbepartner stolz sein kann. Ich denke mal, jeder, der den besonderen Verein Stuttgarter Kickers mal erleben durfte, weiß, wie toll das ist, ihr Partner zu sein. Und wir alle hoffen, dass es wirklich ein Zeichen ist, auch Solidarität mit den Stuttgarter Kickers zu leben, auch in einer aktuell schwierigen Phase. Und ich kann nur jedem Partner es ans Herz legen, weiter zu den Stuttgarter Kickers zu halten. Und wir glauben alle fest daran, dass die Stuttgarter Kickers uns in der Zukunft noch viel Freude machen werden. Ja.